Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und um wen geht's heute? Na klar, um das Minecraft-Schaf. Das ist hier auch schon direkt in der Kamera. Das Minecraft-Schaf ist weiß und hat das typische Minecraft-Gesicht, also alles eckig, schwarz-weiße Augen und einen rosa viereckigen Mund. Und wenn man das Minecraft-Schaf ein bisschen eindrückt, sieht sogar aus, als ob das Schaf irgendwas von sich geben will. Willst du was sagen? Okay, jetzt haben wir das auch noch mitbekommen. Die Füße sind bei dem Minecraft-Schaf aus hellem und dunklem Stoff gestaltet. Das Schaf ist natürlich eine originale Minecraft-Figur. Und zwar ist es das Baby-Sheep, also ein Baby-Schaf. Das Schild hängt hier schon über dem Rücken. Und der Rücken oder der Körper von dem Schaf ist eher fest. Da sind ein paar Körner drin, sodass man das Schaf auch super hinstellen kann. Es fällt nicht um, also kann man es auch einfach als Sammelfigur sich hinstellen. Man muss jetzt nicht unbedingt damit spielen oder schmusen. Es ist wirklich super gestaltet, sieht aus wie ein Original-Minecraft-Schaf. Ich blende hier auch nochmal ein Bild ein, wie das Schaf im Spiel aussieht. Man muss sagen, es sieht wirklich detailreich aus, also genau wie im Spiel. Und wir haben euch ja auch schon das ein oder andere Tier aus Minecraft vorgestellt. Da war einmal Edgar das Babyschwein, das kennt ihr vielleicht auch aus Palutens Videos. Und wir haben euch auch schon den Creeper vorgestellt, der ist ein bisschen gruseliger und giftgrün. Das Minecraft-Schaf ist mir damals das erste Mal aufgefallen, als ich Schwaro geschaut habe. Vielleicht kennt der ein oder die andere das ja von euch. Wenn ihr Minecraft-Fans seid, müsst ihr es eigentlich kennen, das ist Pflicht. Und da rennen die ja immer am Anfang so schnell los und finden nichts zu essen. Und dann sind die meisten von den Spielern irgendwann dann auf Schafe gestoßen und haben auch das ein oder andere Schaf erlegt. Und die Schafe geben ja nicht nur Fleisch ab, sondern auch Wolle. Und Wolle ist relativ wichtig im Spiel. Natürlich nicht so wichtig wie Diamanten, aber man sollte sie auch schon haben. Also hat hier unser Minecraft-Schaf auch eine wichtige Bedeutung, aber es ist auch einfach süß. Es sieht so putzig aus mit dem Gesicht, da kann man wahrscheinlich so ein Schaf gar nicht erlegen. Dann nimmt man sich's lieber mit und hält sich's am Ende noch als Haustier. Jetzt könnt ihr mir gerne mal noch in die Kommentare schreiben, ob ihr große Minecraft-Fans seid. Und welche Figur euch da am besten gefällt oder welcher Minecraft-Spieler auf YouTube euch am besten gefällt. Da gibt es ja ganz viele, es gibt ja den Unge, Paluten oder auch German Let's Play. Würde mich mal interessieren, wen ihr da so schaut. Ihr könnt uns gerne abonnieren, ihr könnt auch gerne noch einen Kommentar dalassen. Und euren Freunden natürlich auch von uns erzählen, falls sie uns noch nicht kennen. Und dann sehen wir uns alle in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dann, tschüss!